Schönen guten Abend, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Herr Ministerialdirektor, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir, dass ich zuerst an dieser Stelle meine Freude über die überaus guten kulturellen Beziehungen zwischen Tschechien und der Bundesrepublik zum Ausdruck bringe. Diese erlebt nämlich momentan einen enormen Aufschwung, was sich unter anderem in dem jüngst unterzeichneten strategischen Dialog zwischen Tschechien und der Bundesrepublik widerspiegelt. Oder an konkreten Projekten wie der geplanten bayerisch-tschechischen Landesausstellung oder dem gemeinsamen sächsisch-tschechischen Weltkulturerbeantrag Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krušnohoří. Finanzielle Mechanismen wie der deutsch-tschechische Zukunftsfonds machen interessante und wichtige Projekte auf beiden Seiten möglich und vertiefen stetig diese Zusammenarbeit. Es ist mir auch eine besondere Freude, heute Abend persönlich an dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen, an der die Arbeit der tschechischen Autoren des in Tschechien sehr erfolgreichen Filmprojekts Alois Nebel gewürdigt wird. Es handelt sich dabei um den Regisseur Tomáš Huňák und den Drehbuchautor Jaroslav Rudiš. Die Bedeutung dieses Films sehe ich nicht nur im Inhalt, sondern auch in der einmaligen technischen Verarbeitung, bei der die sogenannte Rotoskopietechnik verwendet wurde. Und nicht zuletzt möchte ich auch die hervorragenden schauspielerischen Leistungen würdigen. Obwohl man meinen könnte, dass ein so junges Team die historischen Zusammenhänge der bearbeiteten Thematik verschwommen und realitätsfern wiedergeben könnte, ist es den Autoren gelungen, die Geschehnisse mit all ihren Traumata der Vergangenheit, die Vertreibung, der Schuld und der Vergeltung überaus beeindruckend und überzeugend den Zuschauer näher zu bringen. Für mich persönlich handelt es sich bei diesem Filmprojekt um eine beeindruckende Verknüpfung der künstlerischen Verarbeitung mit dem enorm wichtigen Thema der Vergangenheitsbewältigung unserer beiden Länder. 3 Jahre habe ich als Direktor des Instituts für das Studium der totalitären Regime in Prag gearbeitet, was die tschechische Schwesterorganisation von BSDU in Deutschland ist. Und ich verstehe sehr gut, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit zu den Prioritäten der Länder, in den Ländern gehört, die hinter sich eine totalitäre Epoche haben. Also deswegen finde ich das wichtig, sehr wichtig zu sein. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass es erforderlich ist, an den bereits erwähnten, besonders guten kulturellen Beziehungen stetig zu arbeiten. Deshalb schätze ich die Arbeit des tschechischen Autorenteams, die mit ihrem Filmprojekt den Zuschauer auf die bedrückende Problematik der eigenen historischen Ungerechtigkeit hinweisen. Der Erfolg dieser Künstler motiviert und verpflichtet mich gleichzeitig, an einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern zu arbeiten und eventuell noch bestehende Hindernisse zu beseitigen. Schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich an dieser Stelle auch dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa für ihre Arbeit danken, mit der sie langfristig zu einer Verständigung zwischen unseren Nachbarländern beiträgt. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Innovativ in eine moderne und multikulturelle Ukraine überführt. Mit
feinfühligen Übersetzungen, mit erfolgreichen Literaturfestivals und mit gekonnten Fachbüchern lenkte Professor Rüchlow die Aufmerksamkeit seiner Studenten auf das Atlantis Bukowina und machte schließlich die deutschsprachige Literatur der Region zum Teil des Selbstverständnisses seiner ukrainischen Mitbürger. So gewann die Dichtung dieser vergangenen Ecke Europas den ihr gebührenden Rang zurück. Berlin, dem 24. September 2005. Das Filmprojekt Alois Nebel erhält den Georg der Juh Kulturpreis 2015 den Ehrenpreis, da es ein schwieriges Thema der deutsch-tschechischen Beziehungsgeschichte neu beleuchtet. Mit ihrem Projekt zeigen die Filmemacher nicht nur ihr herausragendes künstlerisches und technisches Können, sondern beweisen auch Mut. Zwar wurde das Schicksal der Bevölkerung im tschechischen Grenzgebiet seit 1989 bereits wiederholt in Büchern und Filmen behandelt. Dennoch ist dieser Aspekt der jüngeren Geschichte in breiteren Kreisen der tschechischen Gesellschaft nach wie vor wenig populär. Durch die innovative und zeitgemäße filmische Umsetzung gelingt es den Autoren, ein breites, vor allem jüngeres Publikum anzusprechen. Dabei machen sie nicht nur die Komplexität von Vertreibung, Vergeltung und Schuld nachvollziehbar, sondern schärfen auch den Blick auf die wechselvolle Geschichte einer abgelegenen Region. Berlin, den 24. September 2008. Sehr geehrte Damen und Herren, der Preisträger hat darum gebeten, über ihn selbst nur das Allernötigste zu sagen und vornehmlich darüber zu sprechen, wie schwer es ist, ein Gedicht zu übersetzen. Weder das eine, noch das andere ist in 15 Minuten möglich. Wir stehen aber für beides nur 15 Minuten zur Verfügung. Ein Bruchteil des Allernötigsten über Professor Dr. Rüchlow. Professor Rüchlows Werk materialisiert sich in Stapeln von Übersetzungsbändern, unter anderem der zehnbändigen zweisprachigen Ausgabe der gesammelten Gedichte Paul Celans, von Monographien, unter anderem der Abhandlung jüdische Identitätssuche in der deutschsprachigen Dichtung der Bukowina, von Werk herausgaben, unter anderem
und von Literatur- und kulturwissenschaftlichen Sammelbänden und Zeitschriften mit Hunderten von ihm verfassten Rezensionen, theoretischen Aufsätzen und Essays. Das Singuläre dieses Werkes besteht jedoch darin, dass in ihm eine Tradition aufersteht, die zu den bewundernswürdigsten Kulturleistungen Mitteleuropas zählt. In Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, lebten unter anderem Deutsche, Österreicher, Ukrainer, Rumänen, Juden, Polen und Armenier. In einem Ende vergangenen Jahres in München gehaltenen Vortrag sagte Professor Wickel, die kleine Bukowina hat vielleicht zum ersten Mal so deutlich und überzeugend demonstriert, wie produktiv das harmonische Zusammenleben mehrerer Völkerschaften sein kann, die durch gegenseitige Sympathie und humanistische Kultur verbunden sind. 1940 beendete Stalin dieses schöpferische Zusammenleben brutal. Petro Wicklow schreibt im Nachwort zu der von ihm herausgegebenen Czernowitz-Anthologie: Erst nach der großen Wende 1991 beginnt man sich wieder auf die nationale Identität und Multikulturalität im ukrainischen Tschernivtsi zu besinnen. Langsam, nur zögernd, erwacht das historische Gedächtnis an jene Zeit, in der die Stadt Teil des mitteleuropäischen kulturellen Raumes war. Petro Grichos Werk selbst ist mitteleuropäischer kultureller Raum ukrainischer Identität. Europa schuldet dem heutigen Preisträger großen Dank. Drei Beispiele, wie schwer es ist, ein Gedicht zu übersetzen. Erstes Beispiel. Die misslungene Übersetzung. Ein Buch, das in Anlehnung an ein Gedicht von Peter Buchel, die Chausseen der Dichter, betitelt war, sollte auf Englisch erscheinen. Der Titel erwies sich jedoch als unübersetzbar, weil man im Englischen für das Wort Chaussee nur das in großen Oxford-Buden als veraltet apostrophierte Highroad und im amerikanischen Englisch nur Highway. Mein englischer Schwiegersohn sagte mir, bei Highroad denke er an eine mittelalterliche Landstraße, an der die Wegelagerer den herrschaftlichen Kutschen und Planwagen der Kaufleute auflauerten, nicht aber an die brandenburgischen Museen, die Kuchel meint. Was man in den USA unter Highway versteht, muss ich nicht vertreten. Der Londoner Verleger sah sich deshalb nach einem anderen Titel um und wurde fündig bei Hölderlin, von dem er im Buch den Vers zitiert fand, und wozu Dichter in dürftiger Zeit. Das Buch erhielt den Titel In dürftiger Zeit. Das Englische verfügt über mehrere Wörter für dürftig, aber über keines, das dem entspricht, was Hölderlin in seinem Gedicht Groß, Brot und Wein unter dürftig versteht. Für ihn sind jene Zeiten dürftig, die kein kühneres Leben erlauben, Zeiten, in denen man nicht aufbrechen kann zu höchsten Freuden. Der Verleger griff jedoch auf die im Englischen gängige Übersetzung dieses Verses zurück, die, Edward Luther,
Kreuz in Time of Need lautet, und was müssen Dichter in Zeiten der Not, sodass das Buch schließlich unter dem Titel erschien, in Zeiten der Not. Die Übersetzung und was nützen Dichter in Zeiten der Not ist jedoch nicht nur irreführend, sondern auch eine Verkennung Hölderlins, denn dieser hätte die Bedeutung des Dichters in Zeiten der Not wohl kaum in Frage gestellt. Aus dem Titel Die Chausseen der Dichter wurde in dürftiger Zeit und aus dem dürftiger Zeit wurde in Zeiten der Not. Manchmal ist es schwer, ja unmöglich, auch nur drei Wörter eines Gedichts getreu zu übersetzen. Zweites Beispiel, die geniale Übersetzung. Die Tschechen hadern mit Gott. Sie fühlen sich diskriminiert, weil er sie in ein Land ohne Meeresküste gesetzt hat. Vor diesem Hintergrund entstand Jaroslav Seiferts selbstironisches Gedicht Friedhof in Genua, in dem er die Genuesen beneidet, zwei Häfen zu besitzen. Das Gedicht endet mit den Versen Wapschista Vegojanovana. Morsch ist ein Stolmer Annehmungsname. Sieben Morsche. Wortwörtlich heißt das. Zwei Häfen, o Genuese. Das Meer bäumt sich auf und wird nicht innehalten. Leben und Meer, Leben und Meer. H.C. Artmann hat die Verse so übersetzt. Zwei Häfen, ihr Genuesen, an Land ist noch kein Genuesen. Seemannslos, Seemannslos. Ein Gedicht zu übersetzen heißt, es so zu übertragen, dass es in der Sprache, in die es übersetzt wird, wie ein Original wird und dass dieses dem fremdsprachlichen Original höchstmöglich gleicht. Ein Gedicht zu übersetzen heißt, dasselbe zu schaffen, das ein anderes ist, ein eigenes, das ein fremdes bleiben muss. Artmanns Verse sind deutsche Verse, die dem Original in nichts nachgehen. Selbst der Reim ist originalgetreu platziert und den Seufzer, Leben und Meer, mit Seemannslos, Seemannslos zu übertragen, ist ein nachdichterisches Platzschreiben. Seifert soll ausgerufen haben, durch Rechtschreibung ist original. Das ist besser als das Original. Als ich Artmann eines Tages zu seiner Übersetzung gratulierte und ihm sagte, die Idee, den Fluss mit Seemannslos, Seemannslos zu übersetzen, sei genial, entgegnete er, er könne nichts Geniales davon entdecken. Ich brauchte in Wien nur in die Straßenbahn zu steigen, da stehe an jeder Tür schaffenlos. Drittes Beispiel, die fast gescheiterte Übersetzung. In einem tschechischsprachigen Schauspiel, das heute auf Französisch schreibenden Autor Julian Gunnar, gibt es einen Schlager, der eine bedeutende dramaturgische Rolle spielt und in jedem der vier Akte mit einer neuen Strophe wiederkehrt. Das Schauspiel war bereits übersetzt, der Verlag drängte, aber im Refrain des Schlagertextes befand sich ein unabdingbares Wortspiel,
indem er einen Buchstaben aus dem Wort sich ausziehen in das Wort Fräulein transplantiert hatte. Der Refrain des Schlagers lautete sinngemäß: Wenn Sie ein Fräulein sind, also jemand, der sich auszieht, so ziehen Sie es aus, das Kleid. Auf Tschechisch. Griechse, Slechna, Slechna, zwergnete sich die Schatze. Im Deutschen zu den Wörtern sich ausziehen und Fräulein ein Wortspiel zu finden, das ebenso scheinlogisch und anzüglich ist wie das Wortspiel Gutenas und sich zudem noch singen lässt, kann kein Übersetzer zusehen. Wie der Dichter ist auch der Nachdichter gelegentlich angewiesen auf einen Gnadenakt des Unbewussten. Nach sechswöchigem, zuweilen verzweifelten Bemühen um eine wortspielerische Entsprechung oder eine Wortneubildung, fiel mir in einem Augenblick, in dem ich nicht an die Übersetzung gedacht hatte, die Wendung ein: Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein auch des Kleines. Damit Sie die dramaturgische Bedeutung dieses Schlagers erahnen und die Unabdingbarkeit der Übersetzung dieser zwei Verszeilen erkennen können, lese ich Ihnen den Text in leicht gekürzter Fassung vor. Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein auch des Kleides. Frauen nur, die reizlos sind, blühten mit dem Kleide, sie ein ledig schönes Kind brauchen keine sein. Warum nicht, mein Lieber? Ich finde, die Kleider sind nur für die anderen und was für die anderen verschwinden. Zum Spaß deiner Augen und jeder spiegelnden Fläche will ich graf ledig sein, ledig bis auf die Wäsche. Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein auf der Wäsche. Einen Mann erfreuen Sie mit der Haut am meisten. Warum nicht, mein Lieber? Ich finde, die Wäsche ist nur für die anderen und das für die anderen verschwindet. Und weil ich verstehe, weshalb ihr gerne an uns schaut, will ich auch ledig sein, ledig bis auf die Haut. Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein auf der Haut. Ich habe doch Anstand und halte, was ich versprochen. Ich werde gleich ledig sein, ledig bis auf die Knochen. Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein auf der Knochen. Ich gehe dir, mein Lieber, entgegen frohen Gesichts und werde gleich ledig sein. Ledig ist auf das Nichts. Epilog mit Verneigung. Professor Rüchler und ich, wir haben vor kurzem anderthalb Tage beisammen gesessen und fast ausnahmslos nachdichterische Problemfälle erörtert. Der Autor, der einen Übersetzer findet wie Petro Rüchler, kann sich glücklich schützen. Im dichten Nebel kommen wir kaum voran. Im dichten Nebel verliert unsere Sehkraft an Bedeutung, wird der Blick zurück ebenso schwammig wie der in die Zukunft. Im dichten Nebel gibt es nichts mehr als Schemen. Manchmal bleiben wir stehen, wenn ein Vorankommen unmöglich geworden ist,
Manchmal schauen wir dann tief in unsere eigene Seele, weil wir verwirrt vor lauter Umnebelung gar keine andere Wahl mehr haben. Ja, es gibt Zeiten, da ist der Nebel stark und mächtig und wir so klein und hilflos angesichts dessen, was uns umgibt. Der Berührungsnebel, der Strahlungsnebel, der Turbulenznebel, es gibt so viele Arten von dem, was letztlich nur aus fein verteilten Wassertröpfchen in bestimmten Schichten der Luft besteht. Aber dann gibt es eben diesen einen Nebel aus Fleisch und Blut, Vorname Alois, der mir schon bei unserer allerersten Begegnung die Tränen in die Augen trieb. Es war in einem Prager Kino, es war ein bitterkalter Frühwintertag und die Premiere von Alois Nebel lag schon eine Weile zurück, als ich den Film zum ersten Mal sah. Und am Anfang ist in der Tat nur der Dunst, da ist nur die Landschaft, da ist nur die Musik. Eine langsame Kamerafahrt durch das Altvatergebirge bei Nacht. Dazu nuschelt die Stimme des Fahrdienstleiters Alois Nebel Uhrzeiten und Bahnhofsnamen. Jesenik 9.20 Uhr. Lipova Lasnje Zastavka 9.24 Uhr. Lipova Lasnje 9.30 Uhr. Billy Potter 9.38 Uhr. Fahrpläne als Gegengift gegen die allmächtige Panik, vorgetragen mit der Stimme eines Hoffnungslosen, so fängt es also an. Tschechisch-polnisches Grenzgebiet, ehemaliges Sudetenland. Ein höllischer Regen fließt unentwegt und bald fließt auch das erste Blut. Ich hatte von der ersten Szene an ein Kloß im Hals. Was es war, was mich damals bewegte und bis heute so bewegt, ich kann es immer noch nicht genau sagen. Und genau deshalb halte ich Alois Nebel für ein Schmuckstück der Schwermut. Ich weiß nicht, was mir da in die Glieder kroch, bei dieser düsteren Anfangsmeditation in Schwarz und Weiß. Ich weiß nur, dass ich mich schon in den ersten Minuten im langsamen Rhythmus der Bilder und Farbpläne und der zutiefst verstörenden und zutiefst traurigen Musik verlor. Hier geht es um alles, dachte ich, obwohl es noch um gar nichts ging. Hier geht es um etwas, das tief reicht. In die Wälder des Altvatergebirges, zu den uralten Bäumen, die schon alles gesehen und alles erlebt haben, ja, bis hinunter in die Erde, zu ihren Wurzeln. Alois Nebel ist vor mehr als einem Jahrzehnt beim alkoholfreien Bier entstanden, und zwar in der Prager Kneipe zum ausgeschossenen Raum. Dort saßen Jaroslav Rodisch und Jaromir Radisaterje zusammen, dort fängt das Leben des wortkargen Fahrdienstleiters des Bahnhofs Billy Potter an. Jaromir de Bratislaterje brachte die Geschichten aus dem rauen Altvatergebirge mit, aus der Gegend, aus der er stammt. Jaroslav Rodisch wiederum die Leidenschaft für die Eisenbahn. Sein Großvater Alois war Weichensteller, sein Leben wurde ein Teil der Vorlage für Alois Nebel. Damals beim Bier, als plötzlich dieser Alois Nebel mit am Tisch saß, ahnten seine Erfinder wohl noch nicht, was sie sich mit diesem Typen eingehandelt. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Abteilfenster, aber die tschechischen Züge, wir wissen, es fahren ja zum Glück langsam. Im ausgeschossenen Auge kam damals ein verschrobener Held zur Welt, der zu einem Meilenstein jüngster tschechischer Kulturgeschichte geworden ist. Es blieb nämlich nicht bei gedruckten Comicstrips in Zeitschriften und Graphic Novels. Es entstand auch ein Theaterstück über Alois Nebel und schließlich der Film, den Jaroslav Rodisch und Jaromir 99 gemeinsam mit Regisseur Tomáš Hünier realisierten. Am Rande, mittlerweile ist sogar ein Regionalzug der tschechischen Bahn nach Alois Nebel benannt. Aber bis zu dieser Ehre war es ein weiter Weg. Ich plaudere hoffentlich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, wenn ich verrate, dass es vom Drehbuch mehr als eine Fassung gab, auch mehr als fünf, auch mehr als zehn. Dass die Autoren irgendwann verzweifelt waren angesichts der unzählbar gewordenen Versionen, aber es wundert mich nicht, wenn ich sehe, was sie sich alles mit dem Film Alois Nebel, dieser vermeintlich schlichte und vermeintlich maulfaule Fahrdienstleiter aus dem Altvatergebirge, dieser unbedeutende Mensch an einer unbedeutenden Bahnstation, der seine unbedeutende Katze tagtäglich füttert und viel zu oft am tropfenden Wasserhahn dreht, dieser Mann mit Schnauzbart, bemerkenswert starrer Mimik und unerzählbarem Schmerz in den Augen, dieser stillste aller denkbaren Antihelden, ist für mich zum Inbegriff geworden für eine mitteleuropäische Melancholie des 21. Jahrhunderts. Denn der dichte Nebel liegt über Alois Nebel.
Er hat Schreckensvisionen. Die Erinnerungen und Bilder des Erlebten und Erlittenen lassen ihm keine Ruhe. Da sind Deportationszüge voller Menschen. Da ist der Blick des Kindes, das mit ansehen muss, wie ein Mann erschossen wird. Ja, die ganze Last der düsteren Geschichte liegt auf seinen Schultern. Nur ist Alois eben kein Titan aus dem Atlasgebirge, sondern nur ein älterer Bahnbediensteter aus dem Altvatergebirge. Ein abgewandeltes Diktum Samuel Becketts drückt vielleicht am treffendsten aus, wie wir uns diesen Alois Nebel vorstellen müssen. Bis zum Äußersten gehen, dann wird Schweigen entstehen. Denn irgendwann lässt sich Alois Nebel auch von seinen Fahrplänen nicht mehr beruhigen, die er vor sich hin murmelt. Abfahrtzeiten und Ankunftszeiten, das regelmäßige Rattern der Züge gegen das unregelmäßig pochende Herz. Irgendwann hilft nichts mehr. Irgendwann wird dieser Alois wahnsinnig. Verliert er den Verstand im dichten Dunst des nicht schwindenden Vergangenheitsnebels. Und nicht nur das, er verliert auch seine Arbeit und sogar sein Häuschen. Zwischenzeitlich verliert er sich sogar selbst und landet in der Psychiatrie. Denn niemand interessiert sich für sein kleines Leben. Alle haben andere Sorgen und andere Freuden, denn der Film spielt in der Epoche des großen Umbruchs zur Zeit der samtenden Revolution. Man merkt es schon an diesem Versuch einer Beschreibung. Alois Nebel ist ein komplexer Film, der die mitteleuropäische Geschichte des 20. Jahrhunderts am Beispiel eines Landstrichs erzählt. Von der nationalsozialistischen Okkupation über die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus dem Sudetenland bis hin zur kommunistischen Herrschaft und der erkämpften Freiheit im Jahr 1989. Nun ist der Film aber nicht mit Überlänge von 3 oder 4 Stunden in die Kinos gekommen, sondern bringt es auf gerade mal 84 Minuten. Wenn dieser Alois auch so viel schweigt, könnten wir spekulieren, dann hat sich das Team ja viele Dialoge sparen können und Zeit gehabt für filmischen Geschichtsunterricht. Aber nein, der Geschichtsunterricht fällt aus. Genau so, und das ist die größte Leistung von Alois Nebel, funktioniert der Film nämlich nicht. Es wird nichts wirklich explizit erklärt, nicht mal die durchaus vorhandenen und durchaus brutalen Gewaltakte werden gezeigt. Die Kunst ist die Auslassung, die trotzdem alles sagt. Es ist nicht von Nazis oder Vertreibung oder Kommunisten die Rede. Das alles braucht Alois Nebel nicht. Und dafür bin ich den Fahrdienstleitern dieses Filmprojekts unendlich dankbar. Ich habe den Film öfters Studierenden gezeigt. Viele von ihnen waren noch sehr jung und kannten sich nicht aus mit tschechischer Geschichte oder deutscher Geschichte oder gar tschechisch-deutscher Geschichte. Und nach dem Film, da war es immer still, da war immer ein beeindrucktes Schweigen. Und in verschiedenen Varianten fielen Sätze wie, ich habe nicht viel verstanden, aber ich habe alles begriffen. Was dem Film samt seiner Hauptfigur nämlich gelingt, das ist, vom dunklen Nebel der menschlichen Seele zu erzählen, von universellen Abgründen, von Rache und davon, sich für die Rache zu rächen. Vom Hass, der über Generationen reicht, vom ewigen Zirkulieren des Zorns, den im Fall des Films letztlich nur ein Vatermord am Ende setzen kann. Dabei ist es egal, wer auf welcher Seite zuerst mit der Axt zuschlägt oder den Abzug der Pistole drückt. Es geht um das, was Menschen den Menschen angetan haben, was sie einander bis heute antun. Und Alois Nebel steht immer da in seiner Uniform, sieht alles, weiß alles, versteht alles. Aber anstatt zu explodieren, fehlen ihm schlichtweg die Worte. Alois trinkt Bier, Alois rasiert sich, Alois isst Suppe, Alois schweigt. Alois trinkt Bier, Alois füttert die Katze, Alois arbeitet, Alois schweigt. Alois trinkt Bier und dann hat Alois irgendwann ein Schnapsglas in der Hand und dann spricht er doch. Auf die Freiheit grummelt er in die Runde. Und es ist ein so zutiefst hoffnungsvolles Freiheitsgrummeln, dass man all die bis dahin erduldete Düsternis vergisst. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, schrieb der himmlische Hölderlin einige Jahre, bevor auch ihn der Nebel in den Wahnsinn trieb. Wenn wir schon bei den historischen Dimensionen angelangt sind, ich kann Alois Nebel nicht umfassend würdigen, ohne auf dieses wichtigste Thema zu kommen, um das es für mich geht, die Freiheit nämlich. Jetzt können Sie sich sicher fragen, was der 1982 im westdeutschen Plettenberg geborene Laudator, übrigens fast 900 Kilometer von diesem Ottokon entfernt, denn bitte über die Freiheit zu sagen hat. Zum Glück fällt mir die Rechtfertigung leicht, ich habe von Alois Nebel gelernt. Denn dieser Alois, und das ist das Versöhnliche, erkämpft sie sich zurück, die Freiheit. Er schafft es tatsächlich, den Nebel zu verscheuchen, verliebt sich sogar im Prager Hauptbahnhof in Kvieta und tanzt mit ihr. Und in solchen Momenten
da ist da dieser bittersüße Hauch von Glück, versehen mit einem ebenso bittersüßen Dialog, den ich stellvertretend für die vielen, nennen wir es mal, minimalistischen Gespräche des Films kurz zitieren möchte. Leben Sie auch alleine, fragt Kieta. Ja, antwortet Agnes, ich habe eine Katze. Am Ende von Agnes Nebel, da verschwinden also tatsächlich die Unwetter. Da haben die Grausamkeiten ein Ende, bleibt vieles zwar auf brutale Weise ungelöst, aber doch löst sich der Nebel auf und die Landschaft des Altvatergebirges liegt so selbstverständlich da, als hätte es die Gewitter der Vergangenheit nicht gegeben. Und wir als Zuschauer wissen, nicht nur Agnes Nebel ist am Ende befreit, sondern mit ihm ein ganzes Land. Nun könnte ich Sie mit diesem versöhnlichen Schlussbild entlassen, aber das wäre sicher nicht im Sinne von Agnes Nebel. Denn nicht jeder Nebel verschwindet mit dem Abspann eines Films. Tatsächlich habe ich bei der Vorbereitung dieser Rede nämlich viel darüber nachgedacht, wie es um den Nebel und die Freiheit heute bestellt ist. Und ich stieß auf eine Rede von Václav Havel, gehalten anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele im Sommer 1990. Angst vor der Freiheit ist dieser Vortrag übertitelt, und der damals frisch gewählte Präsident Havel beschreibt darin das bleischwere Gefühl in der ersten Zeit nach seinem Amtsantritt. Wir begriffen, dass die Poesie zu Ende gegangen war und die Prosa begonnen hatte. Der Karneval war zu Ende und der Alltag begann. Was ist also von dieser unermesslichen Poesie der Freiheit geblieben? Wie ging die Geschichte weiter? Wie liest sich die Prosa jetzt im Europa des Jahres 2015? All diese Fragen kamen mir in den Sinn, als ich über eine meiner melancholischen Lieblingsszenen in Agnes Nebel nachdachte. Da liegt der Fahrdienstleiter auf einer Bank, er hat die Nacht im Prager Hauptbahnhof verbracht, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Und da fiel mir dieses an sich kleine und unwichtige Detail auf, dass er heute dort ja gar nicht mehr liegen könnte, auch nicht in Berlin, auch nicht in Leipzig. Denn eine wahrscheinlich gesamteuropäische Lösung verhindert dies von vornherein. Bahnhofsbänke sind mittlerweile so gebaut, dass sich ein Mensch dort nicht ausstrecken, geschweige denn schlafen kann. Natürlich, ich habe die Freiheit in der Nase, wenn ich im deutsch-tschechischen Eurocity wie selbstverständlich bei Bad Schandau über die Grenze frage. Aber ich schmecke den Nebel, wenn, wie kürzlich, die einzig dunkelhäutige Person im Abteil kontrolliert und gefilzt und ihr Name unnötig laut ins Funkgerät buchstabiert wird. Und ja, ich liebe die Freiheit dieses Europas, wo die Deutschen und Tschechen, jung und alt übrigens, jenseits der Politik schon längst wieder Feste zusammen feiern, beispielsweise im Altvatergebirge, wo ich es selbst erlebt habe. Aber ich fühle mich wie in einer Nebelbank gefangen, wenn dieser Kontinent sich abschirmt und unter Billigung von vielen Regierungen geflüchtete Familien mit Schlagstöcken und Tränengas in Europa begrüßt. Ich schätze es, dass wir die Freiheit haben, auf die Straße zu gehen und unsere Meinung zu sagen, aber ich bin zornig, wenn ich an all die Vernebelten denke, die montags oder wann auch immer nach Freiheit verlangen und selbst nichts als Hass zu bieten haben. Manchmal muss ich dann an einen Satz von Josef Roth denken, der mir schrieb, sie atmen nicht Luft aus, sondern Zäune und Mauern. Und dann fühle ich sie fast körperlich und verzweifelt, die Melancholie dieses neuen Jahrtausends. Ja, mich haben diese 83 Minuten mit Alois Nebel an all das decken lassen. Dieser Film ist ein Stück Vergangenheit, vor allem ein Stück Gegenwart, mehr denn je. Denn der Nebel ist mächtig, gerade in Zeiten wie diesen. Und manchmal sehen wir die Hand vor Augen nicht und dann fühlen wir uns so klein und hilflos angesichts dessen, was uns umgibt. Aber, und das können wir lernen vom vielleicht nichtigen Leben dieses vielleicht nichtigen Fahrdienstleiters irgendwo am Rand von nirgendwo, dass wir den Nebel vertreiben können. Auch wenn uns das etwas abverlangt, auch wenn es schwer ist. Lassen Sie mich deshalb das Schlusswort dem Fahrdienstleiter selbst überlassen, der sein Schnapsglas erhebt und uns mit seinen so melancholischen Augen anschaut, bevor er uns zugrummelt. Nasvoro. Auf die Freiheit. Vielen Dank.